Hey, hey, hey und damit herzlich willkommen zum nächsten Spieltag der RCT Season 5. Wir müssen gegen White rein ran. Wir sollten hoffentlich mal gewinnen. Was heißt mal, aber wenn wir gewinnen, wäre super. Dann könnten wir nämlich, da wären wir wahrscheinlich sogar relativ safe in den Playoffs. Also relativ, keine Ahnung. Jedenfalls sehe ich nichts, was ich falsch mache mit dem Juxi, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Und er hat wirklich Dracozoll dabei, mal gucken, was er damit macht. Ja, ich lege einfach mit Back to 84, to be honest. Ich kann einfach die Rocks legen, ja. Er kann spinnen. Muss mal gucken, wie viel so ein V-Play gegen so ein Cryogonal macht. Aber so ein Toxic ist halt free. Ich bin gespannt. Ebenso kann ich Elektro-Attacken spammen, wie ich lustig bin. War interessant. Er hat auch kein Panzeron dabei, das heißt Lando Earthquake ist nicht ganz free, aber so halb. Stone Edge ist free. Relativ. Wenn man nicht gerade missen will. Ja, gucken, was erledigt. Wir liegen auf jeden Fall mit Juxi. Erledigt mit Torn, das ist okay, weil wir können einfach... Boah, die Rocks sehen halt super aus, ne? Ich glaube, ich leg einmal die Rocks. Er kann mich jetzt knocken, das ist aber egal, ich habe kein Item. Aber interessant. Ich leg die Rocks. Die sind wichtig. Joa. Das ist fein. Wir gucken mal, wie viel das, was das für ein Torn ist. Juxi. Tornadus. Team. U-Torn hat 21, 26. Der ist speziell. Das gibt mir jetzt die Möglichkeit, Toxic zu drücken, weil der wird sowieso Rapid Spin. Exactly. Genau. Und ich leg so lange Rocks, bis er. Ja, ne? Wer gewinnt das jetzt? Cryogonal. Wie viel macht der V-Play? 20 bis 24. Der spinnt sowieso. Und so ein High Jump Kick. Hä, ist schon strong. Spinnt halt sowieso. Spinnt halt sowieso. So, ja. Und ich kann halt einfach einmal Bullet punchen, denke ich. Oder warte mal, überlebe ich alles von Cryogonal mit Medicham? Dann könnte ich auch einfach auf einen High Jump Kick gehen und missen. Ja, ich überlebe alles. Joa. Geh mir auf den Mist. Ich werde dafür so bestraft. Aber. Wobei, überlegen wir das nochmal. Wie viel macht denn so ein Thunder Punch auf den 57 bis 67? Hallo, Momola. Ja, so ein High Jump Kick macht dem auch gut Schaden, ne? Da nicht wirklich einen guten Switch in rein. Also gehen wir auf den Mist. Sehe ich gut. Das ist okay. Okay. Alter. Offensive Torn. Der Hurricane macht uns dann doch zu viel. Wie viel macht denn das auf Lando? Okay, der ist ein bisschen defensiver investiert. 50 bis 59. Magnetzone brauche ich eigentlich noch für... Ich glaube, ich gehe trotzdem Magnetzone. Okay. Ich brauche Switch raus. Wait. Der kann schon Volt Absorber haben auf dem.
Und High Horsepower spielen auf Dracozolt. Wait, den hat er, glaube ich, dafür mitgenommen. Weil sonst Lando cockblockt den möglich. Flash Cannon Analytic. Oh. Ich glaube, ich double in Raw Power raus, weil ich habe das Gefühl, der geht in Dracozolt. Ja. Der hat den mit Dings dabei. Genau. Der wird hier nicht drin bleiben. Da kann ich auch genauso gut einen U-Turn drücken. Ja, der hat den mit Volt Absorber dabei. Wusste ich's. Der hat den nicht mit Hustle dabei. Und er wird nicht drin bleiben. Garantiert nicht. Hier auf dem Thunder Punch. Der ist Fistel. Okay. Was bringt's mir eigentlich, den so weiter anzugreifen? Hallo Momola, der Thunder Punch. Alter. Der wird sowieso wahrscheinlich wischen. Bleib auf dem Thunder Punch. Ich könnte einfach auf dem Thunder Punch bleiben. Ja. Ja. Er wird jetzt die Feuerattacke drücken. Ich gehe in Hell Urge, weil ich glaube nicht, dass er auf Superpower geht. Das kann er nicht risken. Und wenn er das tut, gut ab. Aber dann, müsste ich schneller sein. Toxic. Okay. Will ich... Ich glaube, ich gehe einmal auf den Draco. Wir haben die Choppel. Oh! Triff! Oh, ich kann Free Wall switchen. Sehr wichtig. Oh, ich hatte die Choppel, deswegen sind wir drin geblieben, Baby. Oh, okay, wir können Free Wall switchen. Das ist super. Jetzt kommt Gardevoir rein. Jetzt muss ich halt einen Zone. Jetzt muss ich halt einfach einen Zone. Ich habe da keine andere Wahl. Embor, gut gecallt. Die Rocks sind mir die wichtig. Wie sind sie schon wichtig? Er kann jetzt free auf die Superpower gehen. Ich gehe auf Raw Power, weil ich den Intimidate möchte. Ja, okay, hat er nicht ganz gecallt. Wenn er jetzt in Torn geht, er macht mir halt gar nichts, ja? Überlegen wir mal ganz kurz. Er könnte in Molar gehen. Ich könnte auch einmal knocken. Ich glaube, ich gehe auf die U-Turn in das T, genau. Und jetzt kann ich nämlich in Magnezone gehen und einfach Volt switchen. Zwar brauche ich den noch ein bisschen für Gardevoir, aber hey, ist okay. Kann jetzt auf Free Volt switchen. Ja. Dass er Toxic und Superpower hat, wir sind schneller. Wir können aber tatsächlich einmal die Rocks legen, denke ich. Ihr sollt schon... Wir sind ja schneller. Wir legen einmal die Stealth Rocks. Oh, wir überleben das nicht. Okay, gut zu wissen. Er ist schneller. Huh. Ja, ich gehe in High Dragon. Das hat aber kurz gedauert. Ich gehe auf den Toxic. Er war schneller. Ich gehe in Magnetron. Und Volt switche wieder. Er recovered wahrscheinlich so. Oh, ja, okay. Die Doubles werden hier gezogen, Baby. Ich gehe in Raw Power. Geh ins Suicune.
Ja. Und jetzt habe ich auf seinen Flare Blitz. Richtig. Okay. Ich sub nochmal auf den Freeze Dry. Ja. Richtig. So. Jetzt muss er den irgendwie brechen. Ja. Ich komme, meinte. Ich roar raus. Genau das habe ich nämlich erwartet, Baby. Genau das habe ich nämlich erwartet. Call Mind Roar. That's the play. Okay. Scalde. Ja, muss ich wohl. Jetzt scalde ich einmal. Der Core meintet nämlich nicht. Ja. Okay. Gehen Magnetron. Und jetzt World Switch ich raus. Ja. Okay. Hätte ich auch den Toxic preventen müssen. Aber ich Volt Switche raus. Dann könnte ich in Night Dragon gehen. Der ist mit am entbehrlichsten, glaube ich. So ein Analytic Volt Switch, der macht halt auf Gardevoir ganz guten Schaden. Ja. Muss den Raw Power. Das ist okay. Er ist schneller als ich. Er will aber nicht drauf Call-Miten, glaube ich, oder? Oh. Ich gehe hin. Okay. Ruste ich einmal. Ich muss das Molo irgendwie vergiften. Ich muss irgendwas vergiften. Alter, ist der Specs oder was? What? Ist der Specs oder was? Ich habe keinen Toxic mehr. Okay. Okay. Warte mal. Thunder Punch macht. High Jump Kick macht mehr. Wait. Ist das winnable? Nee, eigentlich nicht. Das ist GG. Ja, knappes 1-0 für ihn. War close. War close. Destinyborn hat ihn echt den Arsch gerettet, du. Er hat ihm echt den Arsch gerettet. Habe ich gerade nicht so mit gerechnet, dass er da den Destinyborn raushaut. Holy shit. Ja, das war der entscheidende Move. Habe ich nicht mit gerechnet. Da hätte ich World Switch drücken müssen. Aber ich habe halt nicht. Call My Psyshock, danach habe ich halt nicht mal mit Destiny Bond gerechnet, ganz ehrlich.
Crazy. War aber nur 1-0 los, das heißt, differenztechnisch sind wir halt immer noch gut drauf, also ist da noch einiges drin. Passt schon. Wie lange hat der Kampf gedauert? Viertelstunde. Ja, 44 Runden in einer Viertelstunde? Ey, manche kriegen da Stunde keine 20 hin. Aber gut, dann würde ich sagen, auf jeden Fall GG an den guten Wild. Das war ein nochmal knapper Kampf, auf jeden Fall ein spannender Kampf. Wie gesagt, der Abgangsbund hat ihm halt echt das Game gerettet. Also wirklich. Kannst du dir nicht ausmalen. Und ja. Dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Nachmittag, Abend, Tag und nice Live. Macht's gut.